Drugo pošilja proč. Poznaj pri nej Pekjuson. Spremlja ga Balić. Pekjuson, lepa poteza Ganca. In 2-1. 2-1. Mojstrsko je zdaj zadev še Pekjuson. Tretji gol za mladega Ganca. In Koper spet vodi. Podajale za Mirka Kramariča. Ibričić, Pekjuson, tu je morda priložno za Koper. Pekjuson zadeva za 3-1. Takoj se je videlo, da ima tu Pekjuson dovolj prostora, ki ga je mladi Ganec ponovno odlično izkoristil. Drugi gol na tekmi za Pekjuson. Jetzt zurück und Hei Chanwan mit dem Fehlpass. Die Kapfen der 8. Spielminute hier in Führung gegangen. Salzburg aber schon wieder unterwegs über die rechte Seite. Jetzt in das Tor hinein in Richtung Strafraum. Lazaro aber dann mit dem Fehlpass und wieder Santosa im Ball. Schon wieder im Ballbesitz. Lazaro verlängert an die rechte Seite zu Radosevic. Radosevic direkt aber zurück in die Abwehr und der Ball jetzt wieder über Lakic Pesic. Minamino am 16er, Rückpass wieder zu Schlager. Schlager in die Zentrale. Schön gesehen, Hei Chanwan, wer da gestanden. Aber die Kapfenberger versuchen es gleich mal mit einem Konter. Santos kommt nicht zum Ball. Salzburger wieder mit Versuch über. Und jetzt Xaver Schlager wieder mit dem Kopfball. Rostaleiner mit dem Pass auf die rechte Seite. Minamino kommt da nicht mehr zum Ball. Geht's beten. Im Strafraum Kopfball Kapfenberg. Rechts nach draußen, Foul, sagt der Schiedsrichter, die Salzburg immer noch im Ballbesitz auf der rechten Seite. Lazaro, der nimmt Ball zu Leiner, Leiner mit der Reingabe und die Kapfenberger klären zum 5. Eckball. Für die Salzburger Ecken immer noch 5:0. Schlager mit dem Pass an die linke Strafraumecke. Flanke rein von Stangl und dann wäre Minamino auf der rechten Seite dran gewesen. Die Kapfenberger klären aber zum 6. Eckball. Schön gesehen hier von Stangl, gefällt mir gut, direkt hier an die 5er-Linie und dann rutscht Nemanja Lakic-Besic herein, der 25-jährige Serbe. Und dann wieder Cialita mit dem weiten Schuss nach vorne, Lazaro. Radosevic. Pass auf rechts zu Leiner. Leiner, gut gesehen, auf der rechten Seite. Hei Chanwan, aber zuvor die Kapterzar, der wieder zu Leitgeb. Leitgeb, weiter Pass wieder zu Radosevic. Das ist aber zu weit. Lakic Peric mit dem Ball in Zeitnaut. Gibt Einwurf für die Salzburger. Lang machen. Noch einmal, die Salzburger über die rechte Seite, über links irgendwie durchgeschummelt. Und jetzt wieder der weite Pass zum Mittelkreis, zu Santosa. Ball kommt aber nicht an die Salzburg. Die rechte Flanke. Kapfenberger bringen den Ball nach draußen. War Budnik. Spielt den weiten Ball zurück in eigene Hälfte. Wandersen wieder mit den schnellen Lauf schon. Schon unterwegs in Richtung rechte Strafraumecke. Wandersen mit der Reingabe. Kapfenberger klären in Richtung Torout. 14. Ecke Salzburg. Stütze zum 1:0 in der 8. Minute. Achtung, Salzburger Pass auf rechts, da ist ein wenig Platz für Lazaro. Lazaro über rechts in den Strafraum unterwegs. Gibt ab zu Leiner, Leiner mit dem Schuss abgefälscht. Heißt Eckball Nummer 17 für die Salzburg. Zu Leiner, Leiner mit der Flanke an den Fünfer. Wandersen will aufsteigen, macht den Kopfball und Berischer kriegt es nicht rein. Steht ein paar Zentimeter gerade vor der Seitenortlinie.
Gut gemacht. Schön gemacht von Andersen mit der Reingabe in Richtung Takumi. Minamino mit dem Schuss. Aber rechts weit über das Tor drüber. Fußball schon unterwegs nach vorne. Vorne rechts wäre Berisha. Andersen aber ihm mal Eingang. Pass auf die rechte Seite. Verliert den Ball aber dann.